Willkommen zurück zu Wario Land 3. Jo, beim letzten Mal haben wir den Westgrat abgeschlossen. War ein bisschen kniffliger. Daher haben wir auch nur eine Welt geschafft. Und ich bin mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, bis wir zum finalen Boss können. Und vor allem bin ich mal gespannt, was dieser sonderbare versteckte Kurs ist, den wir noch am Freischalten sind. Vollständig, 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 auch vollständig, auch. Oh ja, in den Wolken fehlen noch zwei. Hier hatten wir ja letztes Mal ja den Ballon abheben lassen. Der hing ja da oben dran. Wir machen das Spiel schon mal, weil ich nicht genau weiß, wann wir das brauchen. Und da das hier ganz unten ist, ist das Blöde, wenn wir nämlich jetzt das brauchen, müsste ich wieder komplett nach unten. Trotzdem perfekt. Sehr schön. Hauptsache, das ist schon mal erledigt. Ah, das wird unangenehm. Vor allem hier alle Münzen zu kriegen, wird richtig mies. Ich weiß ja schon mal, dass hier eine Münze ist. Deswegen holen wir die auch direkt. Obwohl eigentlich war das blöd, weil nicht, dass wir ja auch schon alles machen können. Hier extra immer so eine Stampfattacke beim Springen. Nein! Genau deswegen. Ich hasse diesen pinken Blubbel. Ach, Mario. Och nö, die Schwungtaste hat versagt. Aha, schon wieder. Ah ja, ganz nach rechts muss ich fallen. Ich werde es aber trotzdem versuchen, schon mal die alle Münzen zu holen. Mann, hier Nervensägen.
Mann! Dass ich hier direkt weiterkomme mit Münzen, also dass ich direkt alle Münzen schaffe, dass ich hier nicht erst irgendwelche Türen noch vorbereiten muss. So weit, so gut. Nein! Ach Mann, dummer Mistvogel. Ach. Wie ich das hasse. Und Mario typisch, der fliegt natürlich erstmal wieder durch die komplette Karte. Diese Drama Queen. Ach. Ach, er ist schon wieder nicht gesprungen. Ach, Manno. Oh, das ist echt mit Abstand die... Ich war doch gar nicht aufs Bild. Unangenehmste Welt. Nicht nur, dass das so eine Timing-Sache ist, nein, man hat auch überall noch diese nervtötenden Vögel. Okay, das wird echt wieder nervig. Ach nee, nicht das schon wieder. Mann, sind die nervig. Ich will meinen Flammenwerferhelm wieder haben aus dem ersten Teil. Dass man diese Nervensägen durch die Wand killen kann.
Mann! Gott sei dir nervig. Hm. Komm ich an diese dämliche Münze ran? Ach Gott, oh Gott. Da dran. Mann, gib ihr mir auf den Zeiger. Ein schrumpeliger Seliger, Mann. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Mhm. Okay, da ging's weiter nach rechts. Nein! Ach, Moment, ich muss mal ganz schön zuschalten, sorry. Ah, Verzeihung. Und euch nicht schon wieder lautes Ohr niesen. Habt ihr ja schon öfters gehabt, leider. Nein, zu spät. Zu früh. Jesus. Thank you.
Vielleicht kann ich den Nüchse da oben mit einem Gegner abwerfen. Oh Gott, ist das ätzend hier. Präzisionssprünge mit den ganzen Deppen hier. Meine Güte, ey. Ah, okay, stimmt, der Boden hier war ja fest. Ich hoffe so sehr, dass ich hier alles vervollständigen kann. Weil ich die Münze nicht nochmal holen muss. Nein! Da war eine Münze! Oh, wie viel habe ich denn jetzt? Oh, 4 von 8. Oh, ich hoffe so sehr, dass ich jetzt alle 4 Münzen noch kriege. Diese werde ich nämlich ungern öfters machen. Warum springst du, Vollidiot, nicht? Ach, ich bin ganz da unten gefallen. Ich hasse das so, wenn die Steuerung nicht das tut, was ich will. Naja, wir haben die Münze schon mal, auch wenn ich jetzt wieder ganz unten gefallen bin. Natürlich auch erstmal wissen. Nervig, ihr Kackvögel. Alter, man kann doch übertreiben mit den Viechern. Ja. Meine Güte. Also das ist echt bis jetzt mit Abstand die nervigste aller Welten. Hier ist echt alles, was nervt, vorhanden.
Mann! Gott, geht ihr mir auf den Zwirbel. Ah. Okay, ich muss also den Frosch killen als Zombie. Dann die ganze Armee von den Nerven sägen. Da ist, ich gucke mir das erstmal an. Ah, Münzen. Sehr gut. Ich habe noch nicht vor, die Kultur zu öffnen. Alter! Das geht's euch doch gut! Nee, nee, nee! Ach, alle Münzen! Sehr schön! Also den schlimmsten Teil haben wir damit schon erledigt. Das heißt, wir müssen da ja nur noch wieder ganz nach oben. Und das zwecks blaue Schlüssel und blaue Truhe. Wenn das nämlich erledigt ist, dann ist diese Welt auch fertig. War zum Glück. Diese Welt will man echt nicht so oft wiederholen. Allein diese eine Münze war ja schon nervig zu erreichen. Eigentlich war es dumm. Oh. Au. Au. Mano. Wie ein lässiger Mistvögel. Okay. Das ist anscheinend echt nur Schlüssel und Münzen. Mmh. Das war anstrengend. Ein Questlopfhammer. Ich denke mal, jetzt wird die Schildkröte abschießbar.
Ah, nee, stimmt, der andere Krater. Stimmt, den haben wir auch noch nicht. Noch drei Truhen. Jetzt sagt die Zeit. Ja, wir haben echt den kompletten Part gebraucht für die eine Truhe. Das war aber auch anstrengend. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann.